Ja. Der Wagen von der Frau Direktor? So verletzt brauchen Sie einen Arzt. Danke, danke. Und raus. Danke, geht schon, nur mein Nacken. Ach. Wie kommt denn das ganze Öl auf die Scheiben? Was? Ja, was weiß ich auch nicht. Ich habe eben die Scheibenwischanlage angemacht und dann war plötzlich alles verschmiert und ich habe nichts mehr gesehen und... Kein Wunder, das Öl kommt doch aus der Scheibenwischanlage. Was? Wie soll das da reingekommen sein? Der Wagen steht immer in der Tiefgarage. Ja, so ein technischer Defekt liegt da mit Sicherheit nicht vor. Da hat jemand dran rumgefummelt. Ich weiß, wer es war. Was? War nicht du schon wieder, ja? Doch, wirklich, der Hausmeister war's. Der arbeitet doch gar nicht mehr hier. Aber heute Morgen um 10 Uhr, der war in der Garage und hat an dem Auto da rumgefummelt. Da kam er raus mit der Flasche Motoröl und hat sie in Müll geworfen. Der wollte sich bestimmt rächen, weil ich ihn rausgeschmissen habe. Ich soll bitte was gemacht haben? Ja, Sie haben richtig gehört. Sie sind heute Morgen um 10 Uhr gesehen worden, wie Sie sich am Auto der Direktorin zu schaffen gemacht haben. Und zwar hiermit. Kann nicht sein. Um 10? War ich beim Bewährungshelfer. Das werden wir überprüfen. Und außerdem, warum sollte ich sowas überhaupt tun? Vielleicht, um sich zu rächen. Für Ihre Entlassung. Die Alte. Die hassen alle. Das kann jeder gewesen sein aus dem Internat. Das werden wir spätestens dann wissen, wenn wir diese Flasche hier untersucht haben. Sollten Ihre Fingerspuren drauf sein, sieht's gar nicht gut aus. Wenn die Flasche aus der Internatswerkstatt ist, dann ist ja wohl klar, dass meine Fingerabdrücke drauf sind. Also, wir haben noch keinen endgültigen Bericht, aber die Spurensicherung hat die Fingerabdrücke auf der Ölflasche mit unserem System abgeglichen. Da waren Abdrücke von zwei verschiedenen Personen drauf. Einmal die des Hausmeisters und einer unbekannten Person. Ja, aber der Hausmeister kann das nicht gewesen sein mit dem Auto. Der war von 8.30 Uhr bis kurz nach 10 Uhr bei seinem Bewährungshelfer. Der Junge hat uns angelogen. Ich bin echt froh, dass mein Sohn nicht so eine Nervensäge ist. Ja, und der Junge hat auch gelogen, als er behauptet hat, seine Mutter sei Polizistin. Die ist Politesse. Nee. Aber woher weiß er, wo die Flasche lag? Tja, gute Frage. Also entweder will er den wahren Täter decken und das Ganze dem Hausmeister in die Schuhe schieben. Vielleicht war es aber auch selbst. Und der Rotzlöffel spielt sich wie ein Supercop auf. Ja. Also, wenn er jemanden decken will, dann vielleicht denselben Täter, der im Keller das Cannabis getrocknet hat. Auf dem Karton wurden da Fingerabdrücke gesichert. Ja, ja, aber die Fingerabdrücke am Karton stimmen nicht mit denen auf der Ölflasche überein. Das heißt, wir haben es mit zwei verschiedenen Personen zu tun. Ich sage euch eins. Der Einzige, der keine Fingerabdrücke abgeben wollte, ist der kleine Rotzlöffel. Der glaubt wohl, er kann uns auf der Nase rumtanzen. Wir brauchen jetzt erstmal deine Fingerabdrücke. Okay, hören Sie zu. Ich war's. Was? Du hast meinen Wagen sabotiert? Warum hast du das gemacht? Tja, weil sie mir wegen jeder Kleinigkeit Strafarbeit und Nachsitzen aufgedrückt haben. Das ging mir auf den Keks. So. Das ging dir also auf den Keks? Wie gefällt dir das denn? Ich werde dich anzeigen, wegen Körperverletzung. Aber ich wollte sie doch nur ein bisschen erschrecken. Weil sie mich ständig haben nachsitzen lassen. Ja, nachsitzen wirst du in Zukunft wohl nicht mehr müssen. Jedenfalls nicht an dieser Schule. Was? Das können sie nicht tun. Woanders nehmen die mich doch nicht. Sie müssen mir helfen. Das wird leider schlecht möglich sein. Aber jetzt braucht man wirklich deine Fingerabdrücke. Da steht immer noch die Drogensache im Raum. Damit habe ich wirklich nichts zu tun. Das soll dir jetzt noch einer glauben? Entschuldigung. Na, Simon? Ja, Michael, ich bin's. Wir wissen jetzt, wer die Cannabisblätter im Keller getrocknet hat. Ja, und? Die Fingerabdrücke, die auf dem Karton gesichert wurden, gehören einer Internatsschülerin. Die heißt Doris Schmitz. Okay, wunderbar. Danke dir. Ciao. Auf welchem Zimmer finden wir Doris Schmitz? 167. Wieso hat sie was damit zu tun? Hey, noch nie was von Anklopfen gehört? Ja, Mann, ich klopf. Gib mir her. Was ist denn das? Ach, ein Joint. Was, Herr Neubart, Sie? Ich kann das alles erklären. Ja, dann erklär uns doch erstmal, wo die restlichen Drogen sind. Hier ist sonst nichts. Ihre Fingerabdrücke wurden auf den Drogenkartons im Keller gefunden. Also mal raus mit der Sprache. Was? Nein. Was wollen Sie von mir? Ihr steht im dringenden Tatverdacht, Marihuana hergestellt und veräußert zu haben. Was? Aber ich. Wir rauchen das Zeug doch nur. Komm, einer von euch hat bestimmt noch mehr dabei. Raus damit. Komm, zeig mal her das Zeug. Was habt ihr da noch? Oh. Oh, hier. Ja. Sieht auf jeden Fall genauso aus wie das Zeug aus dem Keller. Also, wollt ihr jetzt die Wahrheit sagen oder sollen wir euch mitnehmen? Nein, wollten es erst gar nicht. Aber da wächst zu viel im Garten.
Und naja, da dachten wir, wir könnten es verkaufen. Aber wir haben es nur hier vertickt, in unserer Schule. Steckt ihr da alle mit drin? Aber angepflanzt haben wir das Zeug nicht. Das ist von ganz alleine gewachsen. Mhm. Naja, das wird trotzdem ein Nachspiel für euch haben. Hm? Am besten, ihr packt schon mal alle eure Sachen. Frau Dr. Teuber, selbst wenn die drei zugegeben haben, dass sie an ihrer Schule Marihuana verkaufen, ist das noch lange nicht der Beweis, dass sie das auch an anderen Schulen tun? Ach, die lügen doch alle. Vielleicht aber auch nicht. Ich meine, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollten sie zugeben, dass sie dealen, aber bestreiten, dass sie das Zeug hier angebaut haben? Vielleicht denken sie, dass sie dann weniger bestraft werden? Ach, irgendwas passt da nicht zusammen. Na, wieder kleinen Spaziergang? Auch nur die Vögelchen füttern. Sie haben sich so an mich gewöhnt. Sogar ein Buntspecht kommt ab und zu angeflogen. Ach, Frau Osterfeld, Sie wissen doch ganz genau, dass ich das nicht gut finde. Ihre lieben kleinen Vögelchen, die fressen hier doch alles weg. Und genau deswegen fütter ich sie, damit sie das nicht mehr tun müssen. Sagen Sie mal, wo streuen Sie das Futter überall hin? Ja, überall. Besonders hinterm Haus. Darf ich mal sehen? Ja, gern. Das kann ja wohl jetzt nicht sein, oder? Was ist? Frau Osterfeld, das ist Cannabis-Samen. Das hier ist der Grund, wieso die Pflanzen hier wachsen. Wie jetzt? Was? Sie sind für den ganzen Drogensumpf hier verantwortlich? Oh mein Gott, das ist eine Katastrophe. Also, ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Und Sie haben das hier von Ihrem Sohn, ja? Aus seiner Tierhandlung. Aber es ist nur Ausschussware. Und wo genau ist diese Ausschussware? Im Lager, in irgendeinem Karton. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Nasewand, das ist mein Kollege Herr Grass. Wir würden gerne Herrn Osterfeld sprechen. Mein Mann? Ist was passiert? Können wir mit ihm unter vier Augen sprechen? Es geht um seine Mutter. Seine Mutter? Kommen Sie bitte mit. Schatz, die Polizei ist da. Es geht um deine Mutter. Hallo. Was ist mit meiner Mutter? Eigentlich nichts. Sie hat nur Vögel gefüttert. Und zwar mit Futter hier aus der Handlung. Ja, aber das ist doch kein Verbrechen. Das Gott sei Dank noch nicht. Aber wenn an der Stelle irgendwann später mal Cannabis wächst, dann schon. Was haben Sie denn da in dem Karton da unten? Ausschussware. Ausschussware, ja. Das können Sie Ihrer Mutter erzählen, aber nicht uns. Wir überzeugen uns lieber selbst. Cannabis haben. Schön portionsweise verpackt. Wissen Sie was, ich habe das an der Theorie. Ich glaube, Sie handeln damit. Das ist ganz anders, als Sie denken. Ach, wissen Sie, der Laden läuft momentan nicht so gut. Und irgendwie müssen wir halt auch über die Runden kommen. Noch lange kein Grund, das Zeug an Jugendliche zu verkaufen. Sie müssen uns begleiten zur Dienststelle. Und dort arbeiten wir den ganzen Sachverhalt mal richtig auf. Julius und Marina Osterfeld wurden wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz jeweils zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Doris Schmitz, Stefan Neubart und Nathalie Emser wurden wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz jeweils zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten verurteilt. Helge Deggert wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einem Dauerarrest von 1 Woche verurteilt. Die betroffenen Schüler wurden des Internats verwiesen. Die Cannabisplantage wurde entsorgt und der Drogenhandel gestoppt.